Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. An meiner linken Seite mal wieder der Samuel vom YouTube-Kanal Raw Spirit. Und heute habe ich ein interessantes Thema. Deine Geschichte, deine Abnehmgeschichte. Du hast ein Buch geschrieben, Endlich Frieden. Ja. Und du hast mir erzählt, es ist kein typisches Abnehmbuch, sondern genau. Du schreibst einfach deine Geschichte. Du hattest mal zu deinen Höchstzeiten wie viel gewogen? 165 Kilo. 165 Kilo und du wiegst jetzt? Das kann ich gar nicht mal sagen, aber so um die 100. Ich hoffe sogar ein bisschen unter 100, aber keine Ahnung. Aber du bist ja auch recht groß, ne? Ja, ich bin 1,96. 1,96, genau. Und heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen. Und vielleicht kannst du auch einfach mal erzählen, du hast ja auch verschiedene Diäten probiert und du hast gesagt, eigentlich funktionieren die alle. Aber du gehst ja auch eher so ein ganzheitliches Konzept an. Was da eben noch dazu gehört im Abzählen, ist einfach nicht nur so an der Ernährung rumzubasteln und rumzudoktern, sondern was gehört. Das ist halt ein ganzheitliches Thema. Genau, vielleicht kannst du ja erstmal kurz deine Geschichte erzählen. Oder generell deine Geschichte erzählen und das dann so einbetten. Ja, gerne. Also erstmal mein großes Herzensthema. Es gibt, glaube ich, kein Thema, was in meinem Leben mich mehr beschäftigt hat als das Abnehmen. Ich habe tatsächlich mit 14 Jahren schon 160 Kilo gewogen und dann kurz abgenommen so ein bisschen und mit 21 hatte ich 165 Kilo gewogen und war dann noch halbseitig gelähmt, wegen halt auch Sachen, die durch das große Gewicht dann mit verursacht wurden und war eigentlich ziemlich so am Ende und deswegen ist diese ganze Geschichte für mich, also dieses Buch, das möchte ich auch nicht und ich habe das auch nicht als Abnehmen-Ratgeber quasi eingestellt in diese Kategorien, sondern eher so als Biografie, weil ich denke, Abnehmen ist ein Prozess, den kann man nicht nur durch die Ernährung ändern. Man kann es kurzzeitig durch die Ernährung ändern, aber so ein Prozess des Abnehmens, der hat auch immer was mit der Psyche zu tun. Und das wird zwar sehr häufig immer wieder gesagt, aber meiner Meinung nach sehr selten verstanden, zumindest wenn ich jetzt die aktuellen Abnehmratgeber und das Ganze sehe. Und ich habe einfach in dem Buch versucht, einfach meinen Weg auf der einen Seite zu beschreiben, was ich gefühlt habe, was ich erlebt habe und wie ich darauf in der Ernährung reagiert habe und das dann trotzdem versucht halt eben mit praktischen Tipps oder was sozusagen die Quintessenz daraus ist, dann auch aufzuschreiben. So ist das Buch auch ein bisschen zweigeteilt, einmal die Biografie, eher so die emotionale Seite und dann eher so die fachliche Seite und ja, aber für mich halt ganz wichtig, wie du gesagt hast, ich habe das Gefühl gehabt, du kannst mit allen Dingen viel abnehmen, wenn der Grundtenor deiner Psyche stimmt, wenn du zufrieden bist. Aber das ist jetzt sehr, sehr einfach ausgedrückt. Also das ist sehr, sehr diffiziler und sehr differenzierter. Und entsprechend ja, ist das auch von der Dicke her das dickste Buch, was ich bisher geschrieben habe. Und ja, also kann nur sagen, großes Herzensthema. Und letztlich, ja, ich habe es geschafft. Und ich glaube auch, dass jeder das schaffen kann. Und ich habe auch schon das Feedback mittlerweile bekommen von Menschen, die das Buch gekauft haben. Und ja, ich hatte gestern erst bei Facebook jemand, der mich angeschrieben hat und ja, ich sage, Samu, du hast mein Leben gerettet. Und wenn man sowas dann hört, ich meine, zu Hause sitzt du an so einem Buch, schreibst irgendwas nieder, lädst das irgendwo hoch, lässt das produzieren, aber wenn dann ein Mensch kommt und mir dann Bilder schickt, wie er aussah und wie er jetzt aussah und dann halt gesagt, ja, es ist das erste Abnehmbuch, was mir geholfen hat, weil es eben nicht darum geht, irgendwas, eine Makronährstoffverteilung anzuvisieren oder ja, vegan zu werden oder was auch immer, sondern es geht einfach darum, dass du ganzheitlich, dass die Ernährung ein Teil dessen ist. Und das ist auch das, was du ja auch immer auf deinem Kanal propagierst, dass es halt ja, um mehr geht, als nur auf die Ernährung zu achten, sondern halt auch mehr Themen. Du hast es ja in deinem Video kürzlich auch gesagt, dass du auch selber auch außerhalb der Ernährung vielleicht Themen auf deinem Kanal präsentieren möchtest und ja, und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, dass die Menschen, die vielleicht merken, okay, sie sind zu dick, dass sie nicht nur in diesem Kanal der Ernährung suchen, sondern halt eben auch parallel auf anderen Baustellen, die es zweifelsohne bei jedem gibt. Also da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe mal ein Interview gesehen. Da hat auch so ein Ernährungsberater, da ging es auch ums Abnehmen, dass er so Klienten hatte und da, ich glaube, da gab es eine Krankenschwester, die hat einfach nicht abgenommen. Die wollte nach der Schwangerschaft einfach ein bisschen abnehmen und die hat auch ganz viel Fitness gemacht und Programm und Ernährungsprogramme. Sie hat einfach nicht abgenommen und dann haben sie einfach versucht, wo kann man denn noch optimieren, an was liegt es dann? Und dann lag es daran, dass sie nicht entspannen konnte. Dann hat man einfach, dann haben die so Entspannungsphasen, Pausen eingelegt, so bestimmte Sachen, auf was sie anspricht, dann hat sie abgenommen. Krass. Ja. Wahnsinn, ne? Also dieses ganzheitliche Konzept eben wieder, ne? Ja. Auch manchmal so. Vielleicht werden wir dann auch noch darauf zu sprechen kommen, das emotionale Essen. Das spielt ja auch bei vielen eine ganz große Rolle, dass sie vielleicht
du hast was du auch angesprochen hast, diese Zufriedenheit. Wenn man zufrieden ist, kann man auch abnehmen. Aber viele Menschen leben vielleicht auch in unglücklichen Beziehungen oder sind nicht erfüllt in ihrem Beruf oder familiäre Anspannung, verschiedene Dinge, die sie nicht erfüllen, nicht glücklich machen. Und dann greift man eben vielleicht dann zum Essen, obwohl man es eigentlich gar nicht benötigt, so von der Energiemenge her, einfach aus Frust essen, wenn man alleine ist, wenn man sich betäuben will, wenn man sich erden will. Und dann kann es eben dazu kommen, dass man doch ein bisschen mehr Kilo mit sich rumträgt, als es eigentlich gut für einen ist. Essen als Kompensation, genau. Das ist das große Thema und auch bei mir so gewesen. Ich habe das auch ausführlich dann geschildert. Genau die Punkte, die du angesprochen hast. Familie, familiäre Probleme. Was hast du als Kind für Möglichkeiten zu kompensieren? Du kannst ja nicht ausziehen, du kannst nicht physisch dich dieser Situation entziehen, das geht nicht. Und ja, du hast auch nicht die geistigen Kapazitäten, dass irgendwie, dass du an deiner Transzendenz arbeiten kannst oder irgendwie sowas, sondern du machst das, was möglich ist irgendwie, und das ist dann halt oft das Essen. Und wie gesagt, die Familie ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist halt definitiv Beziehungen, Liebesbeziehungen. Ja, dann eben auch wieder auf meine Geschichte zu sprechen bekommen. Jeder kennt das, der erste große Liebeskummer ist meist der Liebeskummer, der am schlimmsten ist und der, wo man dann halt wirklich auch blöde Dinge tut, wie ich auch getan habe. Aber müssen wir jetzt nicht reden, steht im Buch. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die dann an einem unglaublich nagt und wo du dann das halt auch eben übers Essen dann machst. Ja, und dann halt eben doch die berufliche Laufbahn. Und auch da war bei mir ein ganz großer Punkt, dass ich halt wirklich mein Leben lang quasi bis vor 5-6 Jahren oder vielleicht 8-9 Jahren, wenn man so die Anfangszeit meiner Transformation so ein bisschen mit inkludiert, dass ich da halt wirklich auf diesem ganz normalen Level war. Abi, dann halt Studium, studiert, BWL studiert, dann öffentlicher Dienst, dann Steuerbüro, selbstständig geworden. Und alles so dieser Fokus auf die Karriere und auf das Geld, auf das, was oft suggeriert wird, was glücklich macht. Ne? Du hast 1 Million gewonnen, wow, was hast du für ein Glück? Das stellt keiner in Frage. Dass du, wenn du 1 Million gewonnen hast, hast du Glück. Na klar hast du Glück. So, nee, das ist nicht so. Da gibt es genug Geschichten von Leuten, die 1 Million im Lotto gewonnen haben, die nach einer gewissen Zeit einfach total am Boden sind und wo die sagen, hätte ich nur 1 Million nicht gewonnen. Und ich möchte Geld auf keinen Fall schlecht reden, aber einen guten Zugang dazu zu haben, ist nicht leicht in einer Welt, in der Materialismus glorifiziert wird und immer als gut dargestellt wird. Die Pflichten, die damit einhergehen, mit Besitz, die werden total ausgeblendet. Das kriegt man meist erst dann, wenn vielleicht jemand gestorben ist, wo man sich um seinen Nachlass kümmern muss oder man selber vielleicht auswandern muss und sich darum kümmern muss oder aus dem Besitz an sich irgendwas erwächst, an Steuern oder an Verpflichtungen. Und ja, und deswegen, das war schon, also da hatte ich es ganz berufliche und diese Karriere, das war schon ein ganz schöner massiver Block, der mich lange daran gehindert hat, dauerhaft abzunehmen. Und ich habe es immer wieder versucht und habe in den Phasen halt immer wieder auch beruflich kürzer getreten und das hat es dann, aber ich habe die Verbindung nie herstellen können, bis dann Stück für Stück Lebenserfahrung, das ist das Wunderschöne, wenn man alt wird, Lebenserfahrung, ne? Dass man wirklich so Dinge realisiert, weil man aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen kann. Ja, dass es dann irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen ist und ja, dass man dann da sitzt wie jetzt. Ich bin so arm wie noch nie, aber so glücklich wie noch nie. Und das ist halt, mir haben das die Menschen auch gesagt früher. Mein Papa hat mir das, glaube ich, gesagt, ganz wo ich noch in der Schule war. Und da habe ich gesagt, ich möchte schnell sehr viel Geld verdienen. So. Und mein Papa sagt so zu mir, ja, Geld macht nicht glücklich. Und ich so zu meinem Papa, der Bäcker war, naja, Papa, back du deine Brötchen, ne? Und ich werd reich. So. Naja, und dann bin ich reich gewesen und er war nicht glücklich. Mein Papa ist ziemlich mittlerweile auch wieder sehr glücklich durch die Welt getröbbelt. Und ja, und ich habe das dann so gesehen, sehe das jetzt und denke, Mensch, hättest du eigentlich 15 Jahre dir sparen können, diesen Weg des Geldes, und hättest einfach nur drauf hören sollen, was dir der alte Mann damals gesagt hat. Aber da, deswegen auch diese Ratgeber, die haben meist keine wirkliche Wirkung, weil ganz wenige Menschen können sich wirklich einfach was nehmen von anderen und das umsetzen und sagen, okay. Und selbst wenn sie das tun, ist es vielleicht gar nicht mal so optimal, weil sie dann neuronales Netz generieren, dass sie von außen etwas bekommen, um sich zu optimieren. Und viel besser wäre es, aus sich selber heraus zu optimieren. Man kann die Inspiration von außen aufnehmen, aber man sollte nicht das Gefühl haben, dass jemand anders etwas sagt. Und deswegen finde ich es auch immer schön, wie du deinen Kanal so gestaltest und wie ich das auch in meinem Kanal mache, dass man sagt,
wir stellen irgendetwas vor und wenn du möchtest, kannst du dir davon was nehmen für dein Leben und für dich selbst umsetzen. Und dass wir nie sagen, irgendwie, das ist richtig, das ist falsch, sondern einfach nur aus unseren eigenen Erfahrungen. Und das ist halt meiner Meinung nach auch das Entscheidende an diesem Buch. Und deswegen auch denke ich, dass es nicht so wie die typischen Abnehmbücher sind. Ich rede einfach von mir und sage, was mir gut getan hat und welche Ableitung ich für mich getroffen habe. Und da gibt es so viele aus so vielen Bereichen, Liebe, Karriere, Beruf. Karriere, Beruf ist dasselbe. Ernährung natürlich ist das dritte große Thema. Ja, dass ich dann ja, einfach stolz bin auf dieses, auf mein Lebenswerk, sage ich mal. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch unbedingt noch erwähnen möchte, ist, dass Menschen, die abnehmen wollen, dass sie wirklich realisieren, dass das ein langfristiger Prozess ist. Ich habe die 70 Kilo, die ich abgenommen habe, innerhalb von 15 Jahren abgenommen. Step by step. Ich habe auch das Schöne, dass ich jetzt quasi nichts runterhängt von dem Bauch oder sowas. Aber auch so generell ist es ein viel, viel gesünderer und viel, viel angenehmerer Prozess, wenn das Stück für Stück passiert, weil das zeitgleich auch so eine gewisse Demut für die Tatsache birgt, wie das entstanden ist. Ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen, dieses Zunehmen, sondern das ist auch so ein Prozess gewesen. Und so Abnehmen ist auch immer eine Persönlichkeitsveränderung. Weil ich sage immer, das Abnehmen, es hat einen Grund, warum du zugenommen hast. Und der Grund, manche sagen ja, du hast zu viel gegessen. Ja, du hast zu viel gegessen, aber warum hast du zu viel gegessen? Manchmal ist es schön, wenn man wie so ein Kind immer wieder nachfragt. Ja, warum hast du so viel gegessen? Und das ist der Punkt. Warum man viel gegessen hat, liegt in der Persönlichkeit begründet, weil man zum Beispiel unzufrieden mit etwas ist, weil man gestresst ist oder weil man mit einer Situation nicht klargekommen ist und irgendwie kompensiert hat. Und diese Dinge zu realisieren, dass das mit der Persönlichkeit zu tun hat und dass das Abnehmen, vor allem das langsame, demütige Abnehmen, auch eine positive Entwicklung für die Persönlichkeit ist, dass das einhergeht, ganzheitlich. Das ist so eine Sache, da möchte ich wirklich sensibilisieren dafür. Es ist echt schlimm, wie oft und wie viel Videos geklickt werden, in 30 Tagen 50 Kilo abnehmen oder sonst was. Selbst wenn das funktioniert, wie zum Beispiel mit diesen Low-Carb-Diäten, die hochgradig gesundheitsschädlich sind aus meiner Sicht. Ich habe da auch ein Buch dazu geschrieben, aber das ist ein anderes Thema. Aber da kann man sehr viel abnehmen in kurzer Zeit, ja. Aber wenn ihr wirklich abnehmen wollt, dann setzt dort an, wo die Grundlage ist. Und das ist in der Persönlichkeit und das ist nicht in der Ernährung. Abnehmen hat nur quasi in zweiter Folge was mit Ernährung zu tun. Und das ist ein Thema, was mir ganz, ganz wichtig ist. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Finde ich auch sehr wichtig, gerade diese langsame Umstellung. Das kann man ja auch auf verschiedene Dinge münzen. Ich vergleiche das zum Beispiel auch immer gern mit einer Schwangerschaft. Der Bauch wächst ja auch 9-10 Monate. Mhm. Und genauso lange dauert es wieder, bis die Haut, die wird ja nach der Geburt, hat man ja immer noch so einen kleinen Bauch und die Haut ist so gedehnt. Das dauert auch ungefähr 9-10 Monate bis ein Jahr, bis sich das langsam wieder zurückdehnt. Ja. Oder auch jetzt schleimfreie Heilkost oder Rohkost empfehle ich ja auch immer eher schrittweise umzustellen. Ja. Nicht so radikal von heute auf morgen, sondern schrittweise umzustellen. Mhm. Oder auch solche Geschichten wie zum Beispiel Parasiten oder sowas. Mhm. Also wenn man eine Kur macht, also dann wirklich längerfristig also Schritt für Schritt das Milieu im Körper umstellen. Mhm. Nicht jetzt innerhalb von 6 Wochen oder 2 Monaten 1000 Mittel nehmen, sondern eher längerfristig die Ernährung umstellen. Mhm. Und dann ein Milieu im Körper schaffen. Das okay, bei dem Thema Parasiten, ja, das ist schon so ein Thema. Ich weiß, es ist ein sehr polarisierendes Thema, deswegen, ich bin also halt auch nicht so ein Fan davon zu sagen, in 2 Monaten seid ihr parasitenfrei. Ich sag mal so, mit diesem Langsamen, was du gesagt hast, da bin ich genau bei dir. Und wenn wir mal annehmen würden, dass es dieses Thema Parasiten ein Thema ist, was tatsächlich existent für viele Menschen ist, woran ich persönlich nicht glaube, das darf man ja auch mal sagen. Ja, dann wäre es genau, wie du sagst, dass man das Schritt für Schritt machen soll. Und auch die, also wenn es Parasiten geben sollte. Es gibt Parasiten, da gibt es auch keine Frage. Ja, aber ob das wirklich so ein massives Problem in unserer Gesellschaft ist. Ich weiß, wir können ja offen darüber, wir haben ja auch privat offen schon darüber geredet und da gibt es ja auch keine Bewertungen. Nee, aber wenn, dann könnte man vielleicht auch mit dazu nehmen, das ist so meine persönliche Erfahrung, dass auch psychische Themen dahinter stecken, bestimmte Dinge loszulassen, aufzuarbeiten, dass das auch eventuell auf jeden Fall zusammenhängen könnte. Also es ist nicht nur die Ernährung oder irgendwelche Mittelchen, es ist auch oft die Psyche. Also wenn man zum Beispiel Parasiten hat, die es ja auf jeden Fall gibt, wenn man es hat, dann ist auf jeden Fall mit Sicherheit die Psyche zu heilen, ist immer ein guter Ratgeber, egal für was, was irgendwie aus dem Lot geraten ist, ob man eben anfällig für eine Infektionskrankheit oder ob man Parasiten hat oder ob man was auch immer ändern möchte. Die Psyche ist Geist und Körper, das ist nicht trennbar. Dieses ganzheitliche Konzept. Das ist ja das Prinzip des Ganzheitlichen, genau.
danke dir sehr. Ach ja, danke, dass ich mein Buch hier auch vorstellen durfte. Ja, gerne. Also wir verlinken das Buch, gibt es als richtiges Buch und als E-Book. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Mhm. Ja, und wenn natürlich noch Fragen sind zu dem Buch oder zum Abnehmen allgemein, gerne auch auf meinem Kanal vorbeischauen oder mich bei Facebook anschreiben. Ich bin eigentlich jemand, der relativ schnell immer antwortet. Und ja, danke nochmal, wie gesagt, dafür, dass ich hier meine Geschichte vorstellen konnte und hoffe auch, dass viele Menschen davon irgendwie sich irgendwas mitnehmen können, ohne zu denken, dass ich da irgendwie sage, das ist richtig oder das ist falsch. Sondern einfach die Geschichte lesen, es lässt sich auch sehr schön lesen, hatte ich das Feedback. Und ja, einfach dann für sich schauen, ob sie noch was rausnehmen können. Ich danke dir, lieber. Danke. War wieder mal sehr schön, ein Video mit dir zu machen. Schön. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch irgendwas davon mitgenommen. Hinterlasst gerne Kommentare, Gefühle, Gedanken zu diesem Interview. Ja. Vielleicht habt ihr auch eine eigene Abnehmgeschichte. Die könnt ihr auch gerne unter diesem Video teilen. Ja, freuen wir uns auf alle Fälle. Ja, und Samuel wird auf alle Fälle auch nochmal drüber schauen. Ne? Ja, ich schaue auf jeden Fall in die Kommentare unten. Werde ich mir auf jeden Fall alle anschauen und entsprechend auch mit kommentieren. Genau. Ja. Euch noch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüssi. Ciao. Wunderbar. So.